Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Lego Insel 2 mit Nachwuchs-Superheld Pepperoni in Person und seit neuestem auch Super-Archäologe. In der letzten Folge haben wir uns durch ein Mumiengrab gekämpft, sind einem rollenden Felsbrocken rausgewichen und sind mit einem Super V8 Biturbo Sportwagen durch einen Hindernisparcours gefahren, an den ich keine Erinnerung mehr haben möchte. Also damit sind wir der würdige Nachfolger von Indiana Jones. Er hat leider noch nicht bei uns angerufen, aber vielleicht kommt das ja doch. Wir haben jetzt auch direkt die nächste Aufgabe. Wir sollen einen Fisch fangen und Pepper hat in unserer Abwesenheit auch eben noch die Ausbildung zum Profi-Angler absolviert. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann können wir hier diesen Typ hier fragen, denn der hat das Spiel schon mal durchgespielt, sagt er zumindest. Und das heißt, wir haben immer jemanden, an den wir uns wenden können. Und ich konnte leider beim letzten Mal nicht speichern, das heißt, ich musste Mumiengrab und Autorennen gerade nochmal machen. Aber jetzt weiß ich auch, wie dieses Spiel funktioniert, beziehungsweise ich weiß, welche Tasten ich verwenden muss. Und leider können wir es nicht einfach so machen, dass wir unsere Superpizzen werfen und es dafür stört. Nein, wir müssen es wie ein richtiger Angler machen. Und eine Angel aktivieren und jetzt müssen wir... guter Wurf. Aha, okay, Angel anziehen. Ach so, okay. Aha. Gut. Also, ganz anders als beim letzten Mal ist das jetzt ein Spiel, was man in absoluter Ruhe machen kann. Moment. Ach so, ich muss das nochmal. Aha, und jetzt. Okay, nochmal. Alles klar. Noch ist mir nicht so ganz klar, wie das funktioniert, aber wir haben hier eine Musik, die uns absolut dazu einlädt, in Stille zu verweilen. Das erinnert sehr an die fünf Freunde. Diese ruhige, idyllische Musik. Also das ist herrlich. Ein so schöner Kontrast. So, jetzt haben wir Stop-Go-Animationen mit Pepperoni. Aber das kann nicht der Sinn sein. Okay, und was tue ich jetzt? Spiel, sag mir, was ich tun soll. Ja, ich verballer jedes Mal auch einen Köder, wie ich gerade sehe. Stimmt, habe ich ja nicht so viele. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich einfach nur den dicken Fisch dort fangen muss oder ob ich erst die kleineren Fische fangen muss. Ja, und jetzt? Angel einziehen kann ich nicht. Aber Fische kommen jetzt irgendwie auch nicht. Da macht sich doch eine leichte Hilflosigkeit bemerkbar. Ja, Papa macht die Angel fest und jetzt... Ah, ja, okay. Ja, und dann sagt er mir nicht so fest. Ich habe das Ding nicht mal eine Sekunde gedrückt und er sagt mir schon zu stark. Also, ihr seht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man in marinen Angelegenheiten vorgehen muss. Da mangelt es mir an jedweder Kenntnis. Also gut, nochmal. Voll in den Schwarm. So, jetzt müsste doch immer irgendjemand anbeißen.
Ja, und warum war das jetzt nichts? Mhm, Angel ist angezogen. Okay, und Schnur. Ich hätte mir vorher angucken sollen, wie das funktioniert. Okay, einen Versuch gebe ich mir noch, sonst probiere ich einfach selbst mal ein bisschen rum, wie das geht. Gut, dann experimentiere ich einmal selbst ein bisschen, bevor ich noch mehr Zeit verschwende. Also, bis gleich. Und los geht es! Fisch entkommen, halte die Schnur fester. Aber jetzt habe ich auch kapiert, was ich tun muss. Ich habe jetzt übrigens auch das Ufer gewechselt. Wir hatten tatsächlich die dicke Bertha an der Angel. Und ich habe immer die falsche Taste gedrückt. Deswegen ist es kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Von daher soll das nicht weiter verwundern. Sie könnte doch jetzt mal anpacken. Anbeißen meine ich natürlich. Sie kann natürlich auch anpacken, wenn sie Bock hat. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Na komm! Halte die Schnur straff! Ach, ich glaube, ich habe schon wieder die Taste verwechselt. Ja, nee, das brauchst du jetzt gar nicht erst versuchen, Peppa. Da ist nämlich keine Sau. Und ein Fisch erst recht nicht. Also, nochmal von vorne. Das ist ein Geduldsspiel, meine Damen und Herren. Ups. Entschuldigung. So, sehr weiter Wurf. Na, komm. Put, put, Fisch, komm. Jetzt, Mensch. Macht's mir doch nicht so schwer. Ich möchte doch nur einmal Erfolge in meinem Leben haben. Möchte doch nur einmal in meinen Lebenslauf schreiben können, hat einen dicken Fisch gefangen. Das muss ja nicht unbedingt irgendwas aus dem Finanzwesen sein. Nein, sowas reicht mir auch schon. Ein richtiger Fisch. Muss ja nicht gleich das Geschäft des Lebens gewesen sein. Der Handel des Lebens, um das jetzt einfach mal eindeutig auszudrücken. Jetzt. Ach, leider sind diese Spiele hier doch manchmal etwas schwer verständlich, was sie einem sagen sollen. Komm! Noch kein Fisch. So, Köder geht in den einstelligen Bereich über. Oh, Mann! So schnell hat man da überhaupt nicht die Möglichkeit zu reagieren. Nicht mal Peppa, unser Nachwuchssuperheld, kann da etwas ausrichten. Also als Angler braucht man eine Mordsgeduld. Ich merke schon. Ach Gott, ich kann das auch noch ausrichten. Das ist ja fortschrittlich hier. So, weit müssen wir werfen. Scheißfische. Entschuldigung, aber das ist doch nicht normal. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit mit diesem blöden Spiel verplempern. Ich möchte auch mal weiterkommen. Peppa muss die Welt retten. Und seine 148 Mails hat er auch noch nicht gecheckt. So, mitten rein. Das muss doch mal. Die ignoriert das einfach. Jetzt? Hallo, ein Meter daneben? Ah. Das strapaziert meine Nerven. Okay. Dann müssen wir das halt nochmal unterbrechen. Geht nicht anders. Also, wenn der Fisch schon nah angelt ist, melde ich mich wieder. Bis dann. Und jetzt, meine Damen und Herren,
ist es soweit. Wir haben die dicke Bertha an der Angel. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Pepper zeigt, was für Armmuskeln er sich angeeignet hat. Hat doch schließlich jahrelang Übung geschafft. Yes! Ganz schön raffiniertes Wesen, diese Bertha. Aber du hast sie am Ende ausgetrickst. Ja, und ob ich Bronze habe oder nicht, ist mir so egal. Ihr wisst nicht, wie lange ich gerade gebraucht habe, um dieses Spiel zu verstehen. Okay, weiter geht's. Gut, wir sind wieder in der Wüste, gelandet. Ah, ja, Kollege Kristall, genau. Ja, nur, was jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Questlog? Nö. Ja, triff uns bei der Oase, bla bla. Ich war gerade an einer kleinen Mini-Oase, ja, aber war da jemand, der auf mich gewartet hat? Nö. Gehe ich halt mal nach da hinten. Ah, das sieht gut aus. Ja, sie sind da hinten. Gut. Gut. Alles klar. Vielleicht fahren wir jetzt ja ein bisschen Flugzeug. Mal gucken. Vielleicht ein neues Minispiel im Flugzeug. Hatten wir auch noch nicht. Hey, gute Nachrichten. Ich habe einen riesen Fisch gefangen und... Oh je, was ist denn passiert? Naja, der Doktor hat einen Hitzschlag. Oh, das hört sich ja grauenhaft an. Er wird uns doch nicht etwa sterben. Er hat einen Hitzschlag, einen Herzschlag. Wenn du den Doppeldecker fliegst, könnten wir den Doktor im Wasserflugzeug mitnehmen. Oder ist das etwas gut? Kannst du uns folgen? Hey, super! Ich darf den Doppeldecker fliegen. Dann geht's mir gut. Versuche die Ziele so oft wie möglich zu treffen und vergiss nicht, Bananen und Treibstoff zu sammeln. Okay, kleines Minispiel wie Hugo der Troll. Also auf, ab, links, rechts. Ah ja, umgekehrte Steuerung. Nee, nicht umgekehrte Steuerung. Leertaste Bananen werfen. Okay, ich werfe Bananen, alles klar. Ich bin ein Affe. Ich hab's kapiert. Yeah! Oh Gott. Wo sammle ich denn Bananen und Treibstoff? Das hat er mir nicht gesagt. Wow! Wow! What in the name? Oh Gott! Ah, so sammle ich Bananen. Au. Ja, du bist witzig. So schnell kann man ja gar nicht gucken, wie man hier abgeschmissen wird. Gut, dann machen wir wieder Dauer-Bazooka. Bazooka-Dauerfeuer, wenn ihr es nicht anders haben wollt. Aber die Affen vergewaltigen mich hier gerade ganz schön, du. Scheinen wohl gerade frisch aus Planet der Affen gekommen zu sein. Oh mein Gott, was zum Geier, wer seid ihr denn? Ja, da unten war Treibstoff. Ja. Besuche die Ziele. Also diese Minispiele haben es aber in sich, du mein lieber Mann. Wow. Die Affen haben eine Zielgenauigkeit, das ist unglaublich. Ah, okay. Au. Ah. Oh, da unten ist Treibstoff, den brauchen wir ganz dringend. Ich hab's doch nachgetankt, Pepper. Boah, geht die Anzeige schnell runter. Das ist unglaublich. Müssen wir höllisch aufpassen. Au. Ja, ist ja gut, Pepper. Okay, man muss wirklich jede einzelne Treibstofflieferung mitnehmen, ansonsten sieht das hier ganz düster aus. Stopp jetzt! Wie soll ich Bananen auf etwas werfen? Oh! Geh runter, Pepper. Treibstoff. Die Affen muss ich gar nicht abschmeißen. Ich muss die Zielscheiben abwerfen. Ah! Ah! Oh! Oh! Ah, ei. Gut, dass Pepper irgendwie noch den Kurs hält. Ansonsten bin ich hier ganz schnell aber History.
Und dann sind Pepper und sein Flugzeug reif für den History Channel. Wie so vieles, was in meiner Laufbahn schon reif für den History Channel war. Boah. Hallo. So genau kann doch kein Affe zielen. Guckt ihr mal, was für ein Flugkurs der hier schon macht. Und dennoch schmeißen die mich ab. Wie wär's mal mit Treibstoff? Wo war denn der Benzin? Ich würde dieses Minispiel schon noch gerne schaffen. Okay, das mit dem Punktesammeln vergessen wir jetzt einfach mal. Geht aber runter. Okay, was diese Zielscheiben sollen, weiß ich nicht. Oh, scheiße, Sprit vergessen, Pepper. Aufpassen, wo ich hinfliege. Ja, überhol sie halt, bitte. Ja, genau. Flieg am besten die ganze Zeit hier unten lang. Wenn, gibt's den Sprit ja hier unten. Ach, hier unten wirft uns auch keiner ab. Okay, dann bleibe ich halt hier unten. Oh, die Benzinanzeige ist auf null. Och, Menno. Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach daran liegt, dass ich ein schlechter Gamer bin. Ob ich einfach nicht mehr an diese Art von Spielen gewöhnt bin. Aber das ist schon kriminell hier. Kriminell schwierig, finde ich. Super! Super. Voll an der Zielscheibe, an den Benzinanzeigen vorbeigepfeffert. Okay. Geht's noch weiter? Darf ich weiter? Warum geht es jetzt nur noch im Schneckentempo vorwärts? Ah, okay. Spielbug. Natürlich ganz toll. Zeitlupentempo, cool. Ja. Wir sollten mal Guinness anrufen. Langsamstes Flugzeug der Welt gesichtet. Ja, also... Ja, hoch runter geht. Links, rechts geht irgendwie auch, aber vorwärts, rückwärts, nö. Bananen werfen kann ich auch nicht. Gut, damit bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Abzuwarten, bis wir auf Null sind. Und dann darf ich das Minispiel nochmal machen. Ich kann auch versuchen, mich hier lang zu laggen. Ja, machen wir es doch so. Dann komme ich wenigstens irgendwie vorwärts. Sehr schön. So liebe ich das Fliegen. Pepper, runter da. Bisschen Sprit sammeln. Ja, ja. Okay, Pepper, jetzt wieder ab in die Mauer. Weiter lecken. Kennst du ja deinen Job? Cool. Jawohl, jawohl, dash, dash. Ja, hier gibt es irgendwie nichts, was uns weiter laggen kann. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wo wir hier noch Sprit herbekommen sollen. Irgendwo hier auf der Strecke bin ich ja abgeschmiert, aber es gibt hier nichts zum Sprit nachtanken. Also ich sehe ja weit und breit keine Möglichkeit, wo man sich hier noch den Sprit herholen soll. Das ist extrem ärgerlich. Generell ist dieses ganze Spiel gerade echt extrem ärgerlich. Pepper, geh doch mal runter. Tust du mir den Gefallen oder muss ich dich in die Wand steuern? Damit das hier was wird. Okay, ich muss ihn in die Wand steuern. Hilft nichts. Hätte er gern vermieden, aber kleines Suizidkommando hat noch keinem geschadet. Also bitte. Los, Pepper. Danke. Mach dir nichts draus, Pepper. Ich mach das schon. Ich bin dein Navigationssystem. Und ich habe ja schon oft gesagt, wieso mein Navigationssinn bestellt ist.
Er ist quasi nicht vorhanden. Ach, Peppa. Okay, also, ab in die Mauer, Peppa. Jetzt geht er nämlich auch nicht. Jetzt geht er auch nicht. Ah. Ja, und wie ich es geschafft habe. Unglaublich war das. Weiter geht's. Gut, wir sind gelandet. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Nicht wie dieser Versuch lief, also... Wenn mir jetzt einer in dem Versuch hätte gesagt hätte, ja, du schaffst das, genau mit dem Versuch schaffst du das. Ja, ja, 5 Vögel hätte ich dem gezeigt. Und einen Elefanten noch dazu. Aber wir sind gelandet. Das ist alles, was zählt. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe wirklich, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Das kann eigentlich nur besser laufen. Und dann werden wir hier, denke ich mal, die nächste Seite der Konstruktopedia holen. Also, in diesem Sinne, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.